Wir haben uns heute hier versammelt, um ein schwules Stück zu analysieren. Ein schwules Stück mit dem Namen Maurice Conrad. Der eine oder andere wird jetzt verwirrt reinschauen und sich fragen, um was für eine Person es sich hierbei handelt und warum ich mich bemüßigt sehe, ein Video zu dem zu machen. Nun, Maurice Conrad ist ein am 17. April 2000 in Mainz geborener deutscher Klimaschutzaktivist und ein ehemals bei der Piratenpartei aktiver Politiker. Des Weiteren ein Initiator der Fridays for Future Bewegung in Mainz und außerdem war er noch hier bei der Aktion Seebrücke aktiv. Also einer der ganz, ganz guten Menschen da draußen, die sich natürlich nicht nur für das Klima einsetzen, sondern des Weiteren auch für eine ungehemmte Einwanderungspolitik. Das wird dem einen oder anderen jetzt sicherlich als Erklärung dienen, warum ich mich gerade mit dieser Person befasse. Allerdings habt ihr schon am Intro gemerkt, dass heute wird etwas anders. Ich werde jetzt hier nicht irgendeinen politischen Beitrag auseinandernehmen, also nicht politisch im eigentlichen Sinne. Denn Maurice Conrad ist nicht nur leidenschaftlicher Aktivist, sondern er ist auch auf Twitter unterwegs und erreicht dort immerhin über 23.000 Follower. Des Weiteren ist der Kolumnist noch bei der Wochentatz und Autor im Westend Verlag. Des Weiteren angeblich nicht binär. Warum sprach ich dann allerdings von einem schwulen Stück? Ganz einfach. Weil er uns mit dem Machwerk, das wir uns in der Folge jetzt gleich reinziehen werden, sehr deutlich macht, dass er in Wirklichkeit sehr wohl zum ganz normalen schwulen Mainstream gehört und eine ganz klare Vorstellung im Kopf hat, was schwules Dasein denn so ausmacht. Ja, aber da man da leider Gottes in der Opferpyramide heutzutage als Schwuler gar nicht mal mehr so weit oben gerankt ist, ist es besser, sich als nicht-binär zu outen, denn da klettert man dann doch noch ein paar Stufen höher. Ja, aber jetzt lasst uns mal das Machwerk hier analysieren. Männersex heißt es hier. Von Maurice Conrad geht circa 3,5 Minuten. Und ja, wir fangen mit dem Offensichtlichsten an, nämlich dem Video. Das Video ist soweit von der Qualität her, würde ich sagen, ganz ordentlich. Man kann es raufstellen hier auf bis zu 2160p. Spielt für mich auf meinem Bildschirm allerdings keine Rolle. Für mich würde auch 1080p reichen. Aber falls ihr euch das Ganze auf einem riesigen Flatscreen anschauen wollt, spielt es vielleicht eine Rolle. Also rein handwerklich gesehen ist das soweit alles ganz ordentlich aufbereitet. Es ist auch ganz gut geschnitten. Also ich fand das jetzt jedenfalls fürs Auge relativ angenehm zum Schauen. Von den Locations her wurde das Rad allerdings nicht neu erfunden. Es ist halt irgendeine Underground-Schwulenbar oder irgendwo ein Partyschuppen in einem Keller. Dann gibt es außerdem noch ein paar Schnitte auf eine Location an einem Parkplatz mit einem Benz und in ein Schlafzimmer hinein. Ist jetzt nichts, wo man sagen würde, boah, das ist jetzt revolutionär, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Die Locations sind okay. Das Einzige, was echt Augenkrebs verursacht, sind ab und zu die grellen Neonlichter, die immer wieder zu sehen sind in einigen Schnitten. Aber ich nehme an, das soll zur Atmosphäre beitragen. Mich hat's gestört, vielleicht stört es so manch anderen jetzt nicht. Es ist okay. Ist nicht überragend, aber soweit ganz okay. So viel zum Äußerlichen. Jetzt kommen wir kurz noch zum Inhaltlichen. Was ist denn in diesem Video zu sehen? Ich kann nur eines sagen. Ihr seid komplett bekloppt. Was soll das Ganze? Ihr habt da einen halben schwulen Porno reingeschnitten. Ich will gar nicht wissen, was da alles rausgeflogen ist noch in der Post-Production, damit das Video nicht ab 18 gefleckt sein muss. Also wirklich, auch die rumfummelnden Schwuletten in dem Video mit dieser provokanten CSD-Aufmachung. Also, das ist alles so unglaublich cringe. Also, ich gehe mal davon aus, dass da Provokation der Selbstzweck dieses Machwerks ist. Jedenfalls ist es laut Aussage von Maurice sein Mittelfinger an die homophobe Rap-Szene. Naja, also ich weiß auch beim besten Willen nicht, ob das nicht am Ende ein Schuss ins eigene Knie war, wenn man bedenkt, dass dieses Videomaterial bestens geeignet ist, um Leute mit Ekel von euch abzustoßen. Also von euch Regenbogenmenschen, die ihr ja das Ganze eigentlich weiter in die Gesellschaft tragen wollt. Aber bitte, das müsst ihr wissen, ihr seid ja die Progressiven, die hier die tollen neuen Ideen haben. Aber gut, soweit also zum Video. Kommen wir jetzt mal zur Audio. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Die Audio ist auch wieder handwerklich ganz okay. Das Einzige, was mich extrem stört, ist Maurice' Rap-Stimme. Also, wenn man das überhaupt als Rap-Stimme bezeichnen darf. Du findest deutschen Rap cool, ja okay, kann ich verstehen. Aber keiner droppt die Moves, so wie ich, du kannst jetzt gehen. Ihr redet über Männlichkeit und dass ihr echte Männer seid. Ich rede über Sex mit Männern, weil ich finde Männer geil. Ich rappe meinen Text ganz monoton in dieses Mikrofon und hab auch keinen Plan, was ich hier rappen soll. Ist doch egal, wer das kritisiert, ist ein homophober Haufen Scheiße.
Ich glaube, mein Punkt ist einigermaßen rübergekommen. Also, das klingt halt einfach extrem unmusikalisch, anstrengend, unnatürlich. Und das liegt unter anderem auch daran, dass er seinen Flow einfach nicht richtig angepasst hat an den Beat, beziehungsweise er seinen Text nicht an den Beat angepasst hat und deswegen der Flow auch einfach nicht funktionieren kann, weil halt er an einigen Stellen zu kurz ist. Und da entstehen dann hier eben so kleine Pausen, die extrem unschön anzuhören sind. Taktgefühl ist definitiv was anderes. Aber ich weiß ja auch nicht, wie lange Maurice schon rappt. Es klingt auf jeden Fall wie vom blutigsten Anfänger und das ist halt einfach nur peinlich. Das klingt wirklich extrem unschön. Darüber hinaus jetzt noch zum Text. Was rappt er denn da? Junge, dieser Text ist eine Frechheit. Diesen Text scheißt dir jeder halbwegs talentierte Rapper innerhalb von 2 Stunden aufs Papier. Auch gerne mit 2 Promille im Blut. Und laut eigener Aussage hat Maurice 1 Jahr lang für diesen Track gebraucht. 1 verficktes Jahr. Im gesamten Text gibt es keine einzige Zeile, wo am Ende mehr als 3 Silben stehen. Und selbst diese Reime, wo es 3 Silben gibt, die zueinander passen, sind extrem unsauber. Wir gehen das jetzt der Reihe nach durch. Das meiste sind total billige 1- bis 2-silbige Reime, auf die man wirklich innerhalb von Minuten kommt. Fangen wir mal mit der Hook an. Verstehen, jetzt gehen. Wow, revolutionäre Leistung. Männer seid auf Männer geil. Also was sich da effektiv reimt ist, seid auf geil. Was für eine Leistung. Je auf geh und wieder seid auf geil. Das ist einfach, also wie gesagt, 1 Jahr hatte der Kerl Zeit dafür. 1 verficktes Jahr und kommt mit so einem Text an. Bei bestem Willen, es kann nur 1 Szenario geben, wie dieser Text entstanden ist. Die haben sich 1 Jahr für den Dreh für dieses Video gegenseitig das Hirn aus dem Leib gefickt und sich erst 5 Stunden vor Abgabe dann irgendwo halb brain dead hingesetzt, um diesen Text zu schreiben. Das ist unfassbar peinlich. Auch am ersten Part. Die Lines sind teilweise einfach von extremen Logikfehlern geplagt. Schon die erste Zeile im ersten Part. Ich habe keinen festen Plan. Ich weiß alles. Ich weiß viel. Ja, was denn nun? Weißt du alles oder weißt du viel, du Vollpfosten? Also das kann doch nicht wahr sein. Das muss einem doch beim Schreiben auffallen, dass das nicht zusammenpasst. 2. Zeile. Fühle mich in der Tat wie eine Batterie. Warum fühlst du dich wie eine Batterie? Weil du von den anderen abgesondert und im Sondermüll landen wirst? Oder was ist dein Punkt? Oder weil du, weiß ich nicht, gerne von hinten geladen wirst? Also, das kommt so random rein und da sitzt du da und denkst dir, was könnte er jetzt mit diesem Vergleich gemeint haben? Oder weil du dauernd leer bist? Oder weiß ich nicht, weil du nicht ins Wasser gehen darfst? Oder was ist dein Punkt? Der droppt hier Lines, wo ich daneben sitze und mir denke, sag mal, was hat der vorher irgendwie, was hat der genommen? Ich lebe in meiner eigenen lila bunten Welt. Entweder ist die Welt bunt oder sie ist lila. Lila bunten Welt ist Bullshit, soll sich aber reimen auf Buddy mir gefällt. Nein, das Einzige, was sich da reimt, ist Welt auf Feld, also die 2. Silbe von gefällt. Was ein wacker Scheißtext. Dann Teile auf Reite, wow, 2 Silben, Wahnsinn. Dann, oho, ein Highlight, Schraubenzieher auf Dalmatiner. Kann man machen, ist nicht ganz sauber, aber okay. Aber die Zeile schon wieder. Ich mach alles mit links, fühle mich wie Schraubenzieher, 2, 3 Drinks, yeah, bin drin wie Dalmatiner. Wieso sind Dalmatiner drin? Auch an dieser Zeile bin ich 1/2 Stunde gesessen, habe mich gefragt, was er damit meint. Also, wenn er meint, dass Dalmatiner vor allem drinnen Hunde sind, keine Ahnung, ich habe keinen Dalmatiner, aber ich weiß, dass auch Dalmatiner Auslauf brauchen und draußen sein müssen. Also, es hätte doch bestimmt andere Möglichkeiten gegeben, das Wort Dalmatiner einzubauen, wenn man das unbedingt auf Schraubenzieher reiben möchte. Mal abgesehen davon, dass man nicht unbedingt sehr viel mit Schraubenziehern assoziiert, nur weil man alles mit links macht. Aber bitte, ich steige schon viel zu tief in diesen Text ein. Wie gesagt, das Ganze wirkt wie von einem bekifften 10-Jährigen geschrieben. Die Schuhe sind der Wahnsinn und die Fingernägel auch. Er denkt kurz an, was ich mache und kriegt einen feuchten Traum. Auch auf Traum.
Respekt. Mal abgesehen davon, dass der Satz eigentlich korrekterweise heißen müsste, er denkt kurz an das, was ich mache. Oder? Sagt man doch so. Er denkt an, was ich mache? In meinen Augen fehlt da ein Wort. Aber gut, bitte, ich bin kein Deutschlehrer. Aber dennoch, auch auf Traum. Straight on the way, alles, was ich mache, ist smooth. Mache Rap wieder gay, weil es sonst keiner tut. Smooth auf tut. Brillant. Und vor allem mache Rap wieder gay. Ich bin jetzt kein Rap-Historiker. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare tackern, falls ihr total tief im Thema seid. Aber Rap war nie gay. Es gab wahrscheinlich Rapper, die gay waren. Allerdings ist das nicht das gesamte Medium betreffend, dass das vorherrschend gay gewesen wäre. Was ein Schwachsinn. Gut, die Hook haben wir ja schon abgefrühstückt. Und dann, ich fasse es nicht, Freunde, haben wir ein Highlight. Wir haben ein Highlight. Immerhin ein ganz kurzes, einen kleinen Skit. Und es ist eigentlich traurig, weil das Ganze als Parodie gedacht ist. Ein böser, homophober Rapper, der jetzt hier vorgeführt werden soll. Ich nenne ihn einfach mal MC Glatze. MC Glatze rhymt jetzt hier einen Vierzeiler im Stile von Kollega. Wir kennen ihn, wir lieben ihn. Und ja, was soll ich sagen? Komischerweise hat der einen besseren Flow als der Hauptinterpret. Ist bitter, aber wahr. Hört einfach selbst. Ohne Action. Lauter. Der Beat muss lauter. Es ist immer noch der Boss mit dem Nacken eines Stiers. Du und deine schwulen Freunde werden elendig kassieren. Trag den Pelz eines Tigers oder ein Leopardfell. Ja, der Boss trägt die Welt wie ein Globusmodell. Ich muss Kilos gucken. Ich hab ihn auf der Hand. Irre, oder? Ich meine, auch der ist textlich relativ schwach. Ja, Stiers auf Kassieren, Leopardfell auf Globusmodell. Das ist natürlich alles Bullshit, ja. Das sind Billo-Reime, die allenfalls sich so anhören, als wären es welche. Aber dennoch, der bringt die Lines wenigstens einigermaßen authentisch rüber. Deswegen knallt das gleich viel mehr rein. Aber gut, der böse homophobe Rapper ist abgefrühstückt. Jetzt kommt wieder unser werter Herr Konrad. Deutscher Rap kriegt jetzt ein Update. Ich habe Bi-Vibes im Blut. Was sind Bi-Vibes? Meint er Bi wie bisexuell? Ich dachte, du bist non-binär. Was ist los mit dir? Sind wir jetzt Bi? Sind wir non-binär? Sind wir schwul? Ja, was sind wir denn nun? Hm? Da merkt man halt, der Typ weiß selber nicht, was er ist. Trauriges Subjekt. Bringe Männersex mit und verbreit ihn in der Boof. Wow, brillant. Boof auf Blut. Auch wieder in einen Silben rein. Ja, ich weiß, ich rede viel, aber leider nicht mit dir. Denn ich rede nicht mit MCs ohne Grindr-Profil. Ich nehme an, leider nicht mit dir soll irgendwie mit Grindr-Profil zusammenpassen. Zumindest die Eisilbe von Grindr. Mit dem leider. Aber da ist halt einfach ein Wort zu viel. Leider. Ne? Leider mit dir würde passen auf Grindr-Profil, obwohl da auch das O vom Profil nicht passen würde, aber das passt alles irgendwie nicht zusammen. Ich verstehe, was er da machen wollte, aber es klingt einfach scheiße und es passt nicht zusammen. Dieser Text, also selbst mit diesem wacken Inhalt, der nun wirklich absolut nichts sagen und absolut dämlich ist, selbst der hätte nochmal ein paar Stunden Überarbeitung gebraucht, um wenigstens als schlechter Rap-Text vorzeigbar zu sein. Das hier ist eine absolute Frechheit. Für jeden, der halbwegs was mit Rap-Musik am Hut hat. Ich bin jetzt ja normalerweise nicht mal irgendwo ein großer Reimfetischist, aber die textliche Leistung hier ist schon extrem schwach. Also, ich muss nicht ständig irgendwie achtsilbige Reime haben oder so ein Quatsch, aber man sollte zumindest zuverlässig 2 bis 3-silbige Reime zustande kriegen, weil ansonsten kannst du ja auch einfach das Telefonbuch vorlesen. Gut, dann kommen wir mal zu so etwas wie Punchline-Ansätzen. Also, man muss ja sagen, das Ganze war als großer Mittelfinger an die homophobe Rap-Szene angekündigt. Da dachte ich mir, na gut, okay. Vielleicht werden ja Leute gedisst, das könnte ja sein. Aber nein, um Gottes Willen, dafür hätte man ja so etwas wie im Ansatz brauchbare Eier gebraucht. Das macht man nicht. Also, es werden keine konkreten Rapper gedisst, die vielleicht homophob sein sollen oder was auch immer. Sondern man bedient sich solcher Lines hier. Ich spiele sie euch mal ab. Deutscher Rap ist größtenteils irgend so ein Overhype. Peinlich homophober Lines, nein, tut mir nicht leid. Während sie mich fronten und dabei schreien, nimmt ein Twink mich von hinten und ich komm dabei. Ja, 4 Lines
wieder einmal reimlich auf einem Niveau eines Grundschülers. Und eine davon ist im wahrsten Sinne des Wortes noch ein Self-Fuck. Aber bitteschön, wer Spaß daran hat. Ja. Bin am Pushen für die Stars, bringe Gay-Rap in die Charts. Bin ich ja mal gespannt, wie hoch dieses Machwerk im Laufe der nächsten Wochen irgendwo gerankt wird. Außer vielleicht bei den schlechtesten YouTube-Videos aller Zeiten. Bin am Pushen für die Stars, ich bring Gay-Rap in die Charts. Ob ich gerne Schwänze lutsche? In der Tat, alle meine Freunde sind queer und interessant. Ein Boy an meiner Seite und zwei Dicks in der Hand. Danke, too much information. Will ich nicht wissen, bitte halt doch dein Maul. Mach das gerne, aber mach das, wenn das Video fertig ist. Bitte, was ist das für ein Text? Also, interessant auf in der Hand. Das ist ja ein fast legiter Dreisilbenreim. Interessant in der Hand. Wow, er hat sich das Highlight für den Schluss aufgehoben. Wow, bist du ein armseliges Würstchen. Junge. Ja, was bleibt mir denn als Fazit zu ziehen hier bei diesem Machwerk? Vielleicht folgendes. Bitte, Maurice, such dir in Zukunft eine andere Kunstform, die du mit deinem politischen Bullshit beschmutzen kannst. Das hier ist eine Beleidigung. Selbst für Leute, die irgendwelchen Underground-Kenneck-Rap hören, von Leuten, die nicht bis drei zählen können. Neben dir wirkt selbst Haftbefehl wie ein Virtuose der deutschen Lyrik. Das ist alles so unglaublich cringe. Ich weiß nicht, wer dir dazu geraten hat oder ob du selber auf diesen Hirnfurz gekommen bist, aber please, let it be. Lass es sein, mach irgendwas anderes. Von mir aus kleb dich auf die Straße oder weiß ich nicht, geh mit dem Querbalken abhängen oder mach sonst irgendwas. Ist mir doch egal. Aber bitte, bitte halt deine Griffel von irgendwelchen Kunstformen fern, von denen du keine Ahnung hast. Naja, so viel dazu, Freunde. Schreibt ja gerne mal eure Meinung zu diesem Machwerk in die Kommentare. Besucht auch gerne mal den Kanal von Maurice Konrad und lasst ihm ein wenig Liebe da. Und ansonsten war es das von mir heute. Ich habe das jetzt so als kleines Fun-Machwerk für zwischendurch reingeschoben, weil ich bin demnächst dann auch erstmal eine Woche wieder im Skiurlaub und komme zu nix. Und deswegen, ich wollte dich zumindest nicht allzu lange wieder auf dem Trockenen sitzen lassen ohne Content. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bin ja kein professioneller Musikus hier oder irgendwie Rap-Analytiker, aber ich dachte mir dennoch, ich könnte zumindest mal einen kleinen Blick auf das Ganze werfen. Es hat mich einfach in den Fingern gejuckt dieses Mal. Aber ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hier schaut jetzt. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wann es halt bei mir zeitlich passt. Bis derweil, macht's gut, passt auf euch auf. Servus und ciao.